denke gerade so, ne, meine Gedanken schwirren so umher, während ich enttäuscht auf den aktuellen Stand des Rennens schaue. Ich kenne auch Leute, die gucken wirklich alles an Sport. Und ich habe immer den Eindruck, man kann sich doch nicht überall im Sport auskennen. Also ich hatte überhaupt keine Zeit dazu, tatsächlich mich damit auseinanderzusetzen. Und dann, weiß ich nicht, sonntags irgendwie, je nach Rennstrecke, irgendwie 4 aufzustehen und mir ein Rennen anzugucken. Also abgesehen davon, dass ich keinen Bock habe, um 4 aufzustehen, ich stehe ja eh schon früh auf. Oh, die ersten gehen in die Box. Interessant. Okay, Antonov sollte aber auch mal in die Box. Ja, so ist gut. Auffüllen, Reifenwahl. Jetzt ist die Frage. Wir haben eigentlich schon ziemlich verschlissen. Wir sind aber eigentlich ganz gut dabei. Wir gehen auf die Schnellen. Ich riskiere es. Wir fahren eh keine 8 Runden. Ich riskiere es und wir nehmen die schnellen Reifen. Also wie gesagt, ich kenne Leute, die gucken so ungefähr alles an Sport, was sie irgendwie kriegen können. Fußball, Handball, Basketball, Formel 1 und wenn das noch nicht genug war, dann vielleicht auch Eishockey. Was ich nicht verstehe, ich würde am liebsten nur Eishockey gucken, habe nur keine Zeit mehr dafür im Moment. Aber das finde ich halt ganz interessant. Coole Überholmanöver, der ist einfach mal gerade einige Plätze hochgesprungen. Also ich kann das nicht verstehen, wie man wirklich alles an Sport irgendwie aufsaugen kann, was man kriegen kann. Warte mal. Neue schnelle Reifen. Und danach sind es nur noch 7 Runden. Puh, sollen wir dann nur für 3 oder 4 Runden füllen und dann nochmal reingehen? Wir müssen eh nochmal rein. Oder, nee. Wir füllen voll auf und gehen dann zwischendurch nochmal. Wir dürfen nur nicht in der letzten Runde noch reingehen. Das wäre praktisch dann okay. Wir sind jetzt auf 2, aber das heißt wirklich gar nichts. Und es sind eigentlich auch ziemlich viele schon in der Box gewesen. Wenige, die noch draußen waren. Also das heißt nichts gerade. Wirklich gar nichts. So, in die Box. Ich hoffe, es geht schnell. Freunde, komm. Das ist schon zu lang. Das ist viel zu lang. 11 Sekunden. Wir spielen hier unten. Komm, raus da. Zack, zack, zack. Und wieder außerhalb. Der Zielvorgabe. 15. Mensch, das habt ihr aber gut gemacht. Aber wenigstens mit schnellen Reifen. Vielleicht geht da was. Wir haben echt nicht mehr viele Runden. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall den zweiten Stop. Ich muss wirklich lernen, viel besser aufzupassen. Mit der richtigen Strategie hätten wir uns den zweiten auf jeden Fall sparen können. Den zweiten Stop. So brauchen wir ihn. Oder wir fahren halt jetzt ganz piano und hoffen darauf, dass die anderen ihn brauchen und wir durchkommen. 4,7 Runden. Naja, das wird zu knapp. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das ist mir doch ein wenig zu stressig dann. Ich glaube, so bei Runde 10 und 11 gehen wir kurz in die Box. Frische Reifen, frischen Sprit. Und ich hoffe einfach, dass andere auch noch mal rein müssen. Das Rennen ist tatsächlich nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Wir haben aber eine recht gute Gesamtpositionierung. Deutlich über unserem Saisonziel. Von daher kann man damit leben. Aber man muss ja Ziele auch nach oben haben. Oh, Antonov, geh mal schnell in die Box. Halt die Reifen noch durch? Theoretisch schon, ne? Was kostet uns das? Und auffüllen für eine Runde. 7 Sekunden. 3 Sekunden Takt. Komm, shit, was drauf. Ist auch egal. So, ich muss mir die Nase putzen. Sekunde. Ich muss mal eben ein Taschentuch erkämpfen. So, Fellhähnen rein. Ich weiß, das ist alles nicht optimopti. Neue Reifen und Sprit. So, einmal muten. Sekunde. So, das hat länger gedauert als gedacht.
Oh ja, schön. Alle gehen sie nochmal in die Box. Sehr gut. Komm, Antonov. Ben auch. Ganz schnell wieder raus. Komm, Leute. Antonov 13, Verhennen 17. Das hat mal nicht das erfolgreiche nach oben springen gebracht. Ein paar, drei, vier Stück müssten noch ein zweites Mal. Einer geht rein. Jons dort hier geht jetzt rein. Noch auf Platz 1. Aber ich glaube, die Plätze, die machen wir nicht mehr. Die machen wir einfach nicht. Ach, unsere Strategie war die ganze Zeit auf Low Bob Arschloch. Entschuldigung. Ich bin aber auch ein völliger Pansen. Ehrlich, mir fällt nichts dazu ein. Stelle ich die Strategie jedes Mal vor dem Rennen auf hoch und aggressiv und jetzt vergesse ich's. Und wir krepeln hier rum und ich denke mir, was ist das für ein Mist? Komm, gebt Gas. Vielleicht holt ihr noch irgendwie was raus. Ich fürchte nein. Wenig Treibstoff und schon kann ich es vergessen. Ich könnte... Ah, ich gehe an die Decke, ey. Meine Güte, sorry. Ich muss mich wirklich entschuldigen für jeden, der... Also, falls irgendjemand vor dem heimischen Empfangsgerät saß und sich dachte, dieser blöde Vollpfosten, der regt sich auf, dass da nichts läuft und dabei hat er selber die Strategie auf moderat eingestellt. Ey, Mist, 500.000 für die Katz. Ehrlich, das war richtig, richtig bescheiden. Ich bin sauer. Aber es ist nur ein Spiel. Auch wenn ich sauer bin beim Zocken, dann ist das meist noch ganz, ganz human. Das ist okay. Naja, okay. Wir müssen weiter. Wir können uns jetzt hier nicht ausruhen auf dem Ärger. Schade, 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 schade. 500.000 für Poppes. Das geht so nicht. Wir sind aber immer noch in der Teammeisterwertung, Teammeisterschaftsplatzierung auf Platz 5. Das ist okay. Naja, gut. Muss man jetzt einfach vielleicht mitleben. Wie ist das eigentlich? Haben wir unsere Fahrer verlängert? Brauchen wir neue Fahrer? Ich habe jetzt echt keinen Überblick, ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, er hat überhaupt keinen Bock, sie auch bald nicht mehr. Ich habe so ein bisschen Sorge. Also ich wollte sowieso jetzt nicht unendlich viele... Nee, ich habe keine... Ach, scheiße. Was? Nein, ich bin mit den Fahrern zufrieden. So. Entwickelte Auswechsel. Fahrer. Ach, super. Außer Ersatzfahrer, die haben alle noch Langzeitverträge. Das ist gut. Lange. Sehr gut. Boah, gut. Wir müssen nicht verlängern. Okay. Amok O'Shannon, du bist echt ein absoluter Hiopai. Wie du dein Team hier führst, ist Katastrophe. Das wäre echt schade. Ey, wir brauchen einen Sponsor. Okay. Kriegen wir jetzt wohl nicht. Reparatur abgeschlossen. Teile verbessern. Eine Stunde nachrennen. Das ist ja... Top. Ach, Mann, wie mich das ärgert. Okay, vielleicht im letzten Rennen nochmal. Deswegen sind die am Anfang auch so... Ah. Luigi Machetta ist ein absoluter Alt. Ärger im Rennen rauslassen. Neue Eigenschaft, aggressiv. Ruhig Blut. Lass den Ärger im Rennen raus. So, gib ihm. Sponsoren. Feste Zahlung pro Rennen. Besser als nix. Scheiße. Naja, kriegen wir schon hin. Alles gut. Ah, schade, schade, schade. So, erstmal einen Schluck. Heißen Kaffee. Eine Marktfähigkeit von 30% ist halt nicht so gut. Predator Racing Group baut aus. Ja, wir haben keine Kohle für sowas. Ich weiß auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man Kohle dafür generieren soll. In diesem Spiel. Okay, warte, das mit der Boxenmannschaft hier geht mir auf den Nerv. Oh, der ist gut.